meine Kollegen hier den Staat anbieten, muss man natürlich ehrlicherweise schon auch sagen, was der Staat mit unseren Steuergeldern noch macht. Zum Beispiel Geheimdienstoperationen bezahlen. Wer von Ihnen, ich wollte es nur mal wissen, wer von Ihnen weiß was über Operation Iconal? Hand hoch. Oh, da haben unsere zwei, drei, okay, da haben unsere Geheimdienste gute Arbeit geleistet. Das ist eine Zusammenarbeit gewesen vom BND und NSA. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Also, Sie wissen ja, die amerikanische Regierung handelt streng nach dem Motto In God we trust. Jeder andere wird überwacht. So, und jetzt Operation Iconal, wie lief die ab? Wir haben ja in Deutschland, Sie haben das wussten, einen der größten Internetknotenpunkte der Erde. Tatsächlich, DZIX heißt der. Das ist jetzt kein Knoten im Internet, da hat nur jemand so einen Knoten, wo sich das, also die Daten von allen Menschen auf dieser Erde bündeln. Und da hat sich, also da hat man gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn die Daten sind so nah, dachte sich die NSA. Kleiner. Und dann haben die den, Entschuldigung, ich musste raus. Also, dann haben die sozusagen den BND um Amtshilfe gebeten. Und was sagt jetzt so ein deutscher Agent, wenn ihn ein amerikanischer Agent fragt, ob er ihm eventuell bei hochsensiblen Daten helfen? Oh, zapft dies! Und so hat der BND der NSA geholfen, von 2004 bis 2008 Millionen von Daten, Telefonaten, E-Mails abzufangen. Und das alles an Kontrollgremien in Deutschland vorbei. Gut, mit Wissen wohl des Kanzleramts. Und damit auch des ehemaligen Kanzleramtsministers Frank-Walter Steinheilig. Jetzt fragen Sie sich, sind auch Deutsche ausspioniert worden? Sagen wir mal so, der BND hat gesagt, na ja, er hätte einen Filter installiert, der alle Deutschen aus Iconal herausfiltert. Gut, der BND hat allerdings auch das technische Know-how eines Mit-50ers, der sich YouTube-Videos ausdruckt. Es besteht also eine große Chance, dass Ihre Daten weitergeleitet worden sind an die NSA. Jetzt sagt die NSA, nein, 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 wir halten uns an deutsche Gesetze. Mag sein, der BND kann das leider nicht überprüfen, aufgrund von so wörtlich technischer Unterlegenheit. Und dazu vielleicht ein ganz schöner Dialog aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, den hat es wirklich so gegeben, ist nicht erfunden, und zwar zwischen dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses und einer Frau Dr. F. Das ist also die Frau, die beim BND für Datenschutz zuständig ist. Und das ging so, der Vorsitzende fragt, Frau Dr. F., Sie haben in Jura promoviert? Ja. Zum Thema Datenschutz? Nein. Was sind Ihre technischen Fähigkeiten? Ich bin Juristin. Technische Aussagen muss ich glauben. Ich kann sie nicht überprüfen. Lassen Sie uns festhalten, Datenschutz ist beim BND Glaubenssache. Und deswegen können die mit unseren Daten, auch machen, was sie wollen, weil das fällt ja unter Religionsfreiheit. Das ist leider kein Witz, das glauben die wirklich. Der BND-Präsident Gerhard Schindler hat gesagt, wenn der BND Satellitendaten aus dem Ausland abfängt, fällt das nicht unter deutsche Gesetze, weil, und das ist die wörtliche Begründung, weil die Daten werden ja nicht in Deutschland abgegriffen, sondern im Himmel. Frau Merkel hat mal gesagt, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Das gilt auch weiterhin. Aber für den BND reicht's, wenn sie so machen und sie stehen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Wie hat das Kanzleramt reagiert? Nun, Hans-Christian Ströbele hat eine direkte Frage an die Regierung gestellt. Er hat gesagt, ist es wahr, dass der BND Daten abgezapft und an die NSA weitergeleitet hat? Und das Bundeskanzleramt hat wörtlich geantwortet, nein, der BND habe keine Telekommunikationsverkehre automatisiert an die NSA weitergeleitet. Vielen Dank für die Antwort. Der BND hat die Daten also nicht automatisiert weitergeleitet, sondern es hat jemand auf Senden gedrückt. Und die Moral von der Geschichte, wer NSA sagt, muss auch BND sagen.